Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Und wir haben hier gerade souverän diese drei Elfen umgebracht. Und ich muss sagen, wenn man das so spielt, geht das eigentlich recht schnell mit den Drunten. Und es herrscht irgendwie keine Gefahr, dass man irgendwie verliert. Weil die haben überhaupt keine Chance gegen sowas. Eine Bar. Was macht der da hinten? Oh. Die verletzen mich ja. Schweine. Hey. Moment. Who? What? Oh, hey, I guess I hit it a little hard at the bar this morning. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Alter, du bist zu arm, um ein iPhone oder so zu besitzen. Shit, I gotta get to work. Ja, Arbeit von wegen. Das kauft dir doch keiner ab. So, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade reingegangen sind. Ich habe einfach mal die Tür geöffnet. Irgendwas Kaffeemäßiges. Ah, so die Bar. Die Bar. Schlüssel zum Keller der Bar. Ups. Was bist du denn für einer? Well, well, you supposed to be some kind of knight of the round table? Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Biggins. That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Oh yeah, Schlüssel zum Keller halten. Wir werden die Ratten jetzt mal zwischendurch mal erledigen. Einfach nur, weil wir, Einfach nur mal, weil wir ein bisschen Erfahrung brauchen fürs nächste Level. Ich will ihm das Bier aus der Hand schlagen. Das geht nicht. Schade. Kann ich zu diesem Möchtegern-Chinesen hier? Nee. Na gut, erledigen wir ein paar Ratten, aber die Ratten sind, oh, die Ratten sind heftig, Alter. Jetzt aber schnell. Okay, wir müssen uns, glaube ich, bei den Ratten... Okay. Please don't ask me, homie. Ich werde definitiv hier einen Tempotrank brauchen. Und als erstes würde ich sagen, müssen wir die heftige Ratte hier hinten fertig machen. Oh, zack! Blutet. Erneut angreifen. Wir benutzen jetzt mal Pfeil und Bogen, um die Ratte endgültig fertig zu machen. Boom! Perfekt, okay. Als nächstes benutzen wir die Fähigkeit von Butters, der gerechtige Hammer. Und... Das war die erste Ratte. Hey! Ich dachte, Butters darf nochmal angreifen. Ja, jetzt darf er nochmal. Ah. Okay, weißt du was? Ich bin gütig zu dir. Ich heil dich. Oder ich heil mich. Wieso sollte ich andere heilen? So, Butters Hammer. Oha. Zerquetscht. Sieg. So, Geld, Gesundheitstrank ist voll. Das ist schlecht. Gott, was ist das für eine monströse Ratte, Alter. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, wir ziehen uns mal wieder einen Trank rein. Tempotrank. Ich meine, solange wir noch welche haben. So, Fähigkeit. Meucheln auf die Ratte zuerst. Zack. So, das war Ratte Nummer 1. Und dann meucheln wir die andere Ratte nochmal, damit sie auch blutet. Ta, ta, zu, zack. So, die blutet auch. Dann benutzen wir Butters Hammer gegen die Ratte. Oh, verzieh dich. So, und als nächstes erledigen wir die kleinen Ratten hier mit dem Bogen. Ja, ist ja egal mit was, ne? Hauptsache, die sind weg.
Und Butters Hammer. Oh, ich liebe den Hammer gegen Ratten, ey. Das ist krass. Okay, 5 MP. Müsste ich jetzt nicht langsam Level abkriegen? Ich kann keine Heiltränke mehr leisten, ey. Oh, wieso habe ich Heiltränke gekauft, ey? Huhaha. Aber es können doch nicht alle Ratten gewesen sein. Es sind noch mehr. Okay, ich glaube nicht, dass wir noch irgendwelche Boosts für die brauchen. Die müssten eigentlich easy zu knacken sein, also. Ich sehe da nichts Dramatisches bei. Ja, das ist alles kein Problem. Da können wir die gerade auch so angreifen. Boom. Angewidert. Als nächstes, ich verstehe immer noch nicht hier den hier. Butters trifft alle Feinde, die nebeneinander stehen, mit einem massiven Schockschaden. Und die stehen doch alle... Ah. Jetzt verstehe ich's, okay. Das bedeutet nebeneinander, ich verstehe, ja. Das war souverän gemeistert. Das bekommt man. Ah, schade. Er redet zu schnell. Okay. Schon wieder ein Heiltrank. Das gibt's doch nicht, ey, diese Heiltränke. So, eine Ratte bleibt noch, die wir erledigen müssen. Oh, greift mich bitte nicht zuerst an. Verzieht euch. Oh, 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 was war das? Okay. So, jetzt schnell. Ja, für die nächste Runde. Okay, als allererstes werden wir diese Ratte hier hinten meucheln. So, die blutet erstmal vor sich hin. Dann benutzen wir den Butters Hammer und werden diese beiden hier schön erledigen. Oh, Abratte. Oh, ich bin angewidert. Scheiße. Naja, theoretisch kann ich gleich einen Heiltrank verwenden, ne? So willst du das nicht. Aber wir brauchen eigentlich gar keinen, ne? Oh. Naja, wir brauchen keinen Heiltrank. Scheiß drauf. Soll der erstmal liegen bleiben. Und zu früh, egal. Yeah, Level 3 erreicht. Sauber. Machttrank. Wir müssen auch Machttränke und alles mal ordentlich benutzen. Das fault hier bei uns vor sich hin in unserem Inventar. Geht hier mal gar nicht. Ah, damit hätten wir die Ratte töten können. Oh, ich verstehe. Interessant. Aber ich glaube, die Erfahrung ist mir ein bisschen lieber als, weiß nicht, einfacher. Kann man später alles machen, wenn man das Spiel auf richtig sau schwer durchspielt. So, Aufwertung verfügbar. Was haben wir denn hier? Erhöht den Schaden deiner Angriffe mit Meucheln. Meucheln bewirkt jetzt zusätzlichen Schaden für jede Blutung. Erfolgreiche Stillversuche nehmen deinem Ziel jetzt einen zufälligen positives Status. Ich glaube, ich erhöhe erstmal den Schaden von Meucheln. Inventar. Irgendwas hatten wir ja hier, ne? Ne, hier war nichts. Nein, das geht auch noch nicht. Die Gasmaske. Achso, die Gasmaske müssen wir noch aufbehalten wegen dem Quest, ne? Klosterbruderhandschuhe. Heilfähigkeiten stellen 10 mehr TP wieder her. Du hältst 25 zusätzliche TP beim Heilen. Aber das brauche ich gar nicht. Ganz ernsthaft, Leute, das brauche ich nicht. Ich brauche eher Klamotten für Diebe. Und was wollte ich doch mit Level 3 tragen? Oder nicht? Aus irgendeinem Grund habe ich mich auf Level 3 gefreut. Ich kann aber nicht sagen, wieso. Ah, die Flicken. Achso, jeder Angriff saugt 10 TP von deinem Ziel ab. Gut, Level 4 wird auf jeden Fall awesome. Level 4, warte. Was ist das da unten für eine Truhe? Und wie komme ich da hin? Sorry, Butters, ich wollte dich nicht schlagen.
Ja. Jetzt verzieht euch. Wiederbelebungstrank, Tempodrank, oh. Bowling-Trophäe. Und Kronkorken. Yeah. So, dann wollen wir mal zu unserem Quest. Dafür müssen wir nach links, ne? Ja. Aber wie sollen wir nach links, wenn hier die Ratten sind? Ich bin hier. Nein, ich bin hier. Ratten im Keller. Achso. Ja, hahaha. Ha, ha. Sehr schlau. Oh, neue Nachricht von Kevin. Jetzt schauen wir uns mal an. Ich weiß nicht, welche Taste es ist. Wir werden jetzt einfach mal nach unten probieren. Vielleicht klappt das ja. Nein, das ist die Gruppe. Butters. Butters verwandelt sich in einen bösen Professor Chaos. Achso, ja. Kann ich ihm keine Gegenstände geben oder so? Du hast einen neuen Freund. Sei gegrüßt, Mensch. Dies ist eine eingehende Transmission von der USS Kevin. Wir umkreisen aktuell die Erde und sind bereit, Photonentorpedo-Unterstützung zu leisten. Alter Schwede. Kevin, Ende. Okay, ernsthaft, Kevin. Es gibt in Zaron keine verfickten Raumschiffe, okay? Es gibt nur Menschen und Elfen. Und die haben keine verfickten Faser. Sie haben Schwerter und Pfeile. Vergib mir, Admiral. Meine vulkanische Hälfte bewahrt mich nicht immer davon, unlogische Dinge zu tun. So. Damn if you ain't a noble knight after all. Alright, kid, here you go. Oh yeah, zwei neue Freundschaftsanfragen. Dartpfeile, Waffe. Oh, das gucken wir uns mal an. Dartpfeile. Fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden hinzu. Alter. Das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten. Trifft bis zu 3 zufällige Oha. Krasse Scheiße, ist das geil. Nehmen wir die Dartpfeile auf jeden Fall. Weil das ist doch gefährlich mit Dartpfeilen, oder? So, questmäßig müssen wir jetzt, wo war denn das Tor? Ach, da hinten. Och, da hinten müssen wir hin. Wo ist mein Schnellreiseportal? Ich glaube, das war hier hinten. Jetzt haben wir voll die Zeit verschwendet. Ach ja, wir wollten ja die Gasmaske holen. Alles cool. Wir gehen nochmal bei Shitty Wok ein. Einfach nur, um ein paar Freunde zu finden. Du weißt nicht, was du als nächstes tun sollst. Vergiss nicht, in deine Questübersicht zu schauen. Goddamn Angorians. Das ist ein Elf. Hello, welcome to Shitty Wok. Take all the prayers. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh, yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, all right, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Was hat er denn hier? Ich kann hier leider nicht verkaufen. Schade eigentlich. Schlüssel zum Friedensturm. Du bist ein Elf. Hey, no fighting in here. Ach so. Hey, no fighting in here. Okay, hier darf nicht gekämpft werden. Hey, Big Nose. You should consider having some... Oh. Sorry. Ich wollte eigentlich nur dein Fleisch schlagen. Wuhu. So, was haben wir denn hier noch? Naja. Wo sind denn die Mongolen hin?
Na gut, die Mongolen sind weg. What are you looking at, pussy? Ah, ich wollte gerade die Folge beenden, du Arsch. Na gut. You asked for it, new kid. Konterhaltung. Oh Gott, wie schlecht abgewehrt. Wilde Macht. Au. Oh, ich vergesse jedes Mal, dass der auch noch angreifen. Weißt du was? Kein Problem. Wir nehmen die Dartpfeile und zielen auf ihn. Was war das denn? Achso, hier geht kein X. Bittere Wahrheit. Bittere Wahrheit. Kein Problem, die stehen ja mit nebeneinander, ne? Oh ja, spüre den Sturm, der... Zu früh. Verdammt. Angriff erhöht. Ist nicht gut. Naja, Arschloch. Gabe der Natur. Er hat keinen Stein geworfen, ne? Weißt du was? Ich werde jetzt beide einfach meucheln. Das ist mir zu viel. Ich muss mal die Folge beenden. Das war Nummer 1. So, Buttershammer. So, wir nutzen jetzt mal die Dartpfeile einfach nur, weil es cool ist. So, in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns morgen. Haut rein. Tschüss.